Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio. Ja, ganz fertig sind wir noch nicht, aber ja, fast. Gut, wir haben jetzt hier unser Solarpark zum Beispiel gebaut. Den könnten wir natürlich hier noch erweitern. Das ist aber jetzt eigentlich nicht mein Bestreben. Ja. Ja, wir könnten uns hier einen Spaß erlauben. Warte mal, ist das was? Ja, komm, das Problem. Probieren wir jetzt mal, warte mal. Ich müsste der hier, den machen wir hier weg. Machen den hier hin. Haben wir eigentlich diese großen Masten hier? Ah, die großen Masten, die lassen wir ja gerade produzieren. Okay, Moment. Das holen wir ganz schnell nach, bevor ich euch da was anderes dann zeige. Weil ich wollte euch ja noch Eisenbahn jetzt dann zeigen, ne? Wo haben wir denn die gebaut, die Sachen hier? So, habe ich jetzt wieder. Ja, ich habe es wieder ausgeschaltet. Natürlich. Wir brauchen eine Fabrik, wie immer. Damit fängt es ja immer an. So. Und die Fabrik hier. Die kommt jetzt hier hin. Ja. Ist das was oder ist es nix? Ja, komm hier. Bauen wir einfach mal so das zusammen hier. Natürlich braucht die Sache jetzt Strom. Ja, nee, komm, wir machen es einfach weiter drüben. Dann wieder hier unsere übliche Stromversorgung. So und so. Dann hier hin. Na, jetzt du machst mir bitte die großen Masten hier. Jawohl. Für die großen Masten brauchst du Stahlträger und Kupferplatten. Und zwar 5 zu 5. Ja, er könnte die jetzt natürlich hier abgreifen, wenn da Platz wäre. Ah ja, Leute, und hier. Hier seht ihr was. Hier ist was passiert. Genau, da hat sich mal Erz vermischt. Das muss ich jetzt hier mal geschwind bereinigen, das Ganze. Ah. Das war so nicht geplant. Irgendwo musste das ja. Ich dachte, ich hätte es beseitigt, aber nee. Irgendwo ist ja jetzt Erz drauf gekommen. Hier ist wieder mal der Kupferblatt zwischendrin. Ja, das blockiert uns hier natürlich die Öfen. Ich kann jetzt leider nichts machen. Ich muss jetzt hier gerade stehen und das aussortieren. So, jetzt können wir das wieder. So, ein bisschen nachhelfen hier wieder. Okay. Ah, da ist auch noch eine Platte. Ja, da ist aber dann ganz schön viel hier passiert, ne? Da kommt immer wieder Erz. Ne, nicht Erz, sondern so eine Platte halt. Ach, Mann. Das kann es jetzt aber mal nicht sein. Da ist ja ganz schön was passiert. Ja, das hat sich hier vermischt. Hier ist es nicht so tragisch. Wenn es da drauf läuft, dann liegt sie halt drauf und kommt hier irgendwann, ist aber, wird hier verbraucht sowieso. Aber hier oben ist es halt tragisch, weil die können keine Kupferplatten hier brauchen bei der Produktion. Bloß mich stört es jetzt eigentlich auch. So, weg damit. Und hier ist auch noch eine Platte hier weitergekommen. Ja, so. Ja, die ist jetzt auch hier unten. Ja, Mensch. Wo kommt denn das an zum Schluss? Ah ja, hier unten. Und hier auch. Ja, zum Schluss kommt es halt irgendwo am Ende an. Ja, zum Beispiel hier. Da hat sich jetzt auch schon jede Menge angestaut. So. Lalalalalala.
So, jetzt habe ich natürlich einen Haufen Kabel mit eingesammelt, oder? Ja. Ja, so viel waren es nicht. Aber jetzt haben wir genug Ressourcen momentan. So, dann können wir erstmal sagen, ja, komm, da haben wir zu viel. Das packen wir jetzt wieder ins Logiknetz rein. Ins Logistiknetz, nicht ins Logik, sondern ins Logistiknetz. So ist es richtig. So, ja, da ist halt wieder auch. Schwupp, weg mit euch. Da kommt noch mehr an. Ja, das blockiert uns jetzt hier alles. Feine Sache, ne? So, da können wir mal ein paar rote reinpacken. Mist, Mist, Mist. Naja, gut. Ich tue das jetzt gerade nicht weiter aussortieren. Das ist jetzt eigentlich ziemlich... Ja, gut. Oh, ja, da hat sich auch was eingemischt. Ja, wie sich das hier halt jetzt vermischen kann, ne? Das ist brutal. Ah. Da kommt immer mehr. Ja, gut, da hört es dann mal langsam auf, oder? Ne, da kommt immer wieder... Jetzt komm, das kann es doch nicht sein. Sag mal, wie viel... Da müssten doch auch irgendwelche Öfen hier jetzt gerade umgeschwingt haben auf Kupferplatten. Ja, ja, aha. Hier ist das Erz. Okay, alles verseucht, das ganze Netzwerk hier. Ach nee, das da. Da muss ich jetzt eigentlich das Ganze wieder filtern. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja. Da, das nimmt seinen Lauf. Das geht hier, das verteilt sich überall. Überall sind jetzt hier Platten, wo sie nicht sein sollten. Okay. Ja, das muss ich mir mal irgendwann anschauen. Jetzt aber nicht eigentlich. Ja. Eigentlich wollten wir ja was anderes machen. Und zwar, wir brauchen hier Requester-Kisten. Ja, wir machen das wieder zweimal und dann, warte mal. Den Beton hier. Na komm, den kannst du mir auch nochmal wegpacken. Den brauche ich nicht mehr. So, Requester-Kisten. Und zwar hier und hier, ihr requestet einmal die Kupferplatten und dann requestet hier unten einmal die Eisenplatten. So, und jetzt Sattler requestet ihr nichts mehr, sondern ihr tut hier reinpacken. So, und er macht da draus jetzt eine Anbieterkiste hier. So, und die Anbieterkiste, die stelle ich hier hin. Und da bekommt er einfach hier mal die Arme rein. Die Arme, die Dinger hier dann fertig. Oh, Quatsch. Ah, Quatsch, ich brauche Stahlträger, nicht Eisenplatten. Das war mein Fehler, weg damit. Stahlträger. So, die Eisenplatten, die nehme ich mal raus. Ja, komm. Bitteschön. Ja, nee. Hallo? Sind die alle... Ach nee, Quatsch. Ich verbrauche das ja gerade aus dem Inventar. Ja, Sabolot. Sabolot, da ist die ganze Eisenplattenproduktion kontaminiert mit hier diesen Kupferplatten hier. Ja, da ist ein großes Problem entstanden. Wahrscheinlich hinten beim Sortierer. Ja... Was willst du machen? So, große Masten. Habe ich mit dir eigentlich auch schon? Ne, die habe ich hier nicht eingestellt. So. Ja, ich möchte immer 50 große Masten haben, wenn es geht. Ja, das ist halt wieder das, dass ich hier die Stacks halt immer füllen, so wie ich es brauche. So, ja, halt. Ne, na. Tut es einfach ins Netzwerk packen. Eigentlich war das jetzt Blödsinn. So, er hier, ja gut.
Ah ja, das ganze System hier ist kontaminiert. Da ist ganz schön viel drin jetzt hier. Wir könnten nur eins machen. Wir machen hier eine Anbieterkiste. Und zwar so. Also wirklich, das wollte ich jetzt doch gar nicht. Aber jetzt mache ich es natürlich wieder. Ja, das ist jetzt, das habe ich jetzt halt gerade gesehen. Das stört mich jetzt gerade. Jetzt muss ich es einfach beheben. So, du machst Folgendes. Du filterst mir bitte diese ganzen Platten hier raus, die hier nicht reingehören. Dann brauchst du noch Strom, um das zu machen. Ja, bloß der Stromanschluss ist natürlich ja blöd. So. Ja, man könnte natürlich jetzt das auch wieder aufs Band packen, ja, aber das geht ja gar nicht hier. So, der macht jetzt hier die Sache hier leer. Ja, das müsste man jetzt überall hier anfangen, wo das halt hier jetzt kontaminiert ist. Wie gesagt, hier ist es nicht so tragisch. Da wird es verbraucht, ja. Da ist es egal. Ja, wobei hier müssten wir es aber so mal erstmal hier ein bisschen abzwicken. Hier, da braucht man zu viel. Hier oben ist auch schon. Also, es hat sich großzügig verteilt hier. Gut, und hier können wir es wieder Gart brauchen. Das ist dazu das Problem. Na, kann ich vielleicht. Na gut, Kohle. Gut, die Kohle holen sie mir, glaube ich, eh wieder ab. Ja, die Kohle holen sie ab. Weil ich gesagt habe, ich möchte keine Kohle im Inventar haben. So. Ja, da kommen auch ein Haufen Kupferplatten an. Ja, hier erst recht. Ah ja, da habe ich ja diese Strecke gemacht, die hier dann alles zirkuliert, hier wieder zurückzirkuliert. Guckt euch das an. Das kontaminiert hier mir alles. Da müsst ihr jetzt überall so Filter reinbauen. Tja, einmal nicht aufgepasst und schon hat man das ganze Problem. Ja, nee, es könnte so sein, dass das Problem ist, die Kisten sind wahrscheinlich voll. Die Erzkisten sind voll. So, ja, gut, ich habe jetzt wieder einen Haufen Krempel eingesammelt, wo ich nicht brauche. Danke. Das speise ich wieder ein hier ins Netzwerk. Wird bald wieder kommen, dass zu viel im Netzwerk ist. So, wie schaut es eigentlich aus? Ja, die Leistung sieht gut aus. Ja, im Moment wird halt nichts von Batterien gebraucht. Die Produktion ist ja so gebremst, hier so gedämpft. Schaut euch das an, da. Da kommt die ganze Geschichte her. Ja gut, das müssen wir jetzt einfach mal unterbinden. Sorry, dass ich jetzt das nicht mache, wie ich es eigentlich wollte. Aber das muss ich jetzt erstmal hier unterbinden. Das stört mich jetzt total hier. Das muss ich jetzt beheben. Ja, guckt, da kommt's. Da kontaminiert ist unser Erzsystem. Überall hin. So, einfach mal dem Ganzen nachgehen. Ja, da ist jede Menge drin jetzt hier. So, hier rum. Okay, hier wärmer. Da kann man wieder wahrscheinlich ein paar Sachen abreißen. Na, eine zumindest. Hat sich rentiert. So, ja gut, nee, das ist jetzt hier nett, aber hier kommt es natürlich durch, ja.
Ja, das wird hier, das ist hier das Werk hier, das was wir hier angestöpselt haben. Und wahrscheinlich sind die Filter, also die Filteranlagen sind voll, die Filter sind voll gesättigt, genau. Ja, genau, die Kisten sind alle voll, weil hier nichts mehr ab kann. Ah, das ist das Problem eigentlich von der ganzen Geschichte hier. So, wir müssen das hier mal umleiten. Das bringt aber auch nichts, weil hier nichts verbraucht wird. Tja. Das kannst du knicken. Ne, Moment mal. Ah doch, sie sind voll. Aber hier der nicht mehr so. Warum ist denn der nicht ganz? Aber da, ja, gut, der kann halt nicht so schnell hier sortieren. Der kann halt immer nur drei Brocken nehmen und dann der Rest fließt durch, ja. So, hier können wir wieder was abreißen. Ja, das ist alles das Problem hier, wenn sich Sachen vermischt sind. Ah, was mache ich denn da jetzt? Ah, verflucht. Ich kann nur eins machen. Ich kann jetzt das ganze Krempel hier. Ja, aber ich kann nicht alles mitnehmen. Ich kann hier jetzt halt eine Kiste leer machen. Ja, schon ist mein Inventar voll. Tja. Oder ich baue das einfach hier noch weiter aus, das ganze System hier. Aber es bringt es ja auch nicht, das kann hier nicht abfließen. So, dann müssen wir mal gucken, warum das hier eigentlich gerade so wenig verbraucht wird hier. Ah, ja, und da kommt es enorm hier. Haben wir totale Kontaminierung von diesem Eisenerz hier. So, das fließt hier hoch. Ja, hier längs, hier rein. Okay, ja. Es werden gerade überhaupt keine Kupferplatten gebraucht. Sehr schlecht zumindest. Gutes Problem. Können wir das beseitigen? Nee, auch nicht. Die brauchen absolut gerade keine Kupferplatten. Ja, die Fabrik ist einfach jetzt überbelastet hier. Also, ja, die verbraucht halt nichts mehr. Ja, alles voll. Ja, das Problem kann ich so einfach jetzt nicht lösen, ne? Naja gut, jetzt tun wir mal die Kupfersachen hier abliefern. Kann man die eventuell loswerden? Und zwar hier. Ja, ich habe ja auch kein System, wo ich jetzt hier das einspeisen kann, einfach mal so. Könnte ich natürlich jetzt bauen, aber ja. Im Normalfall habe ich das ja immer schnell hier losgeworden. Aber die sind alle gesättigt hier. Alle voller Erz. Naja, und hier staut sich auch schon wieder an. Ja, also wir sind wirklich im Endgame. Ja, und hier ist schon wieder hier falsches Erz reingekommen. Ja. So. Ja, und ich habe mich noch vor einigen Folgen beklagt, dass ich laufend hier die Dinger hier neu bauen muss, die Erzwerke. Ja, nee, falsche Taste gedrückt. Nicht Shift, sondern ich muss hier Strück drücken, also Steuerung. So, das bin ich losgeworden hier. Ja, die produzieren noch ein paar Platten, ja, aber sonst. So. Ist eigentlich nochmal eine Rakete gestartet? Nö. Schaut's denn hier eigentlich aus? Ja, der braucht Raketentreibstoff.
Ja, das produziert aber langsam halt, aber naja, gut. So. Ja, und eigentlich hatte ich ja vorgesehen, hier Schienen zu bauen. Aber mal Stein, Eisenstangen, Stahlträger. Gerade gleich manuell oder in einem Gleis. Was? Planer bauen. Was ist der Gleisplaner? Der Gleisplaner kann kurze Strecken direkt mit linker Maustaste oder lange Gleisstrecken mit Shift plus linker Maustaste bauen. Aha. Ja, keine Ahnung. Da haben sie natürlich auch einiges geändert. Oder halt verbessert noch. Also Stein, Eisenstangen, Stahlträger bauen machen. Wir müssen erstmal Eisenstangen herstellen. Ja, wo baut man die ganze Situation? Da. Platz haben wir eigentlich genug, aber ja. So, irgendwo müssen wir halt mal anfangen. Bauen zwei Montagemaschinen. So, ja, bauen wir mal einfach mal hier hin. Kann ich das gleich? Ja, gut, ich könnte es jetzt. Ich mache es aber wieder. Ich habe doch diese Roboter eigentlich jetzt so gern. Wenn ich es jetzt schon habe, dann kann ich es auch benutzen. Ansonsten könnte ich auch ein direktes Einspeisungssystem machen hier. Anforderungskiste. Wie viel brauchen wir da? Zwei? Warte mal, hier brauchen wir erstmal nur eine. Ja, hier ist es so ein totaler Quatsch, was ich jetzt da gleich zusammenbaue. Ihr werdet sehen. So, die brauche ich jetzt gerade mal nicht. Und zwar hier möchte ich diese Eisenstangen herstellen. Die Eisenstangen sind wo? Hier. Brauchen wir Eisenplatten. Okay. Immer eine Eisenplatte. So, Roboter haben wir wieder keine da. Keine blauen. Haben wir auch nirgends in der Fabrik. Also die muss ich mal selber bauen. Moment, was war denn das hier? Nein. Weg damit, das braucht man nicht hier. So. Anforderungen: Eisenplatten. Jawohl. So. Jetzt könnte ich natürlich das direkt übergeben lassen in die Fabrik, aber ich mache es wieder so. Ich mache hier eine Anbietungskiste. Also keine Anbieterkiste, sondern eine Anbieterkiste. So. Da auslagern. Ja, der arbeitet ganz schön schnell hier. So, und jetzt kriegt er hier eine Anforderungskiste. Moment, erstmal kriegt das Programm, was ich überhaupt will. Und zwar, ich möchte das hier haben, gerade Gleise. Moment, was sind denn? Man musste früher doch auch noch Kurvengleise bauen. Haben die das jetzt verändert? Hä? Oder habe ich das was übersehen? Also früher musste man gerade Gleise und Kurvengleise bauen. Ja, das wäre eine Verbesserung hier. Dass man bloß noch eine braucht jetzt hier. So, gut, dazu braucht ihr diese Eisenstangen, Stahlträger. So, wie waren das ja? 1, 1, 1, okay. Im Prinzip eigentlich drei Anforderungskisten. Wir könnten natürlich eine setzen, aber ja. Ah, jetzt habe ich eine Kiste zu viel gebaut. Naja, gut, egal. Die wird mal auch los. So, jetzt machen wir das folgendermaßen. Wie gesagt, den Stein könnte ich mir auch theoretisch direkt vom Band klauen. Aber ich mache das halt jetzt hier klassisch. Ich sag einfach hier Logistikanfrage Stein. Dann sage ich hier Logistikanfrage Stahlträger und Logistikanfrage diese Eisenstängchen.
So, und jeder kriegt einen schnellen Roboter. Dann habe ich auch keine mehr. So, muss ich neu bauen. So, und jetzt kann er hier hergehen. Kann uns das in eine Auslieferungskiste packen hier. Warte mal. Jawohl, Anbietungskiste. Oder Anbieterkiste, jawohl, so ist besser. Anbietungskiste, das hört sich fast an wie die Anbietungskiste. So. Ja, und das ich jetzt mal noch hier. Nee, das ist übertrieben hier. Der packt es gar nicht. Warte mal. Dann machen wir hier noch einen Stapelgreifer draus. Ja, jetzt krabb. Jetzt packt das. Ja, das ist natürlich ja ein bisschen Schwachsinn, dass wir da aus der Kiste raus hier rüberfliegen und ja. Aber es ist eine kleine Spielerei. So. Gut, ich weiß nicht, wie schnell der hier nachkommt jetzt. Ah, ich glaube, die Fabrik müssen wir nicht beschleunigen. Der kommt da gut mit hinterher. Ja. So, jetzt werden also hier die Schienen produziert. Jetzt kann ich natürlich sagen, hier, ich möchte Schienen bauen. Beliefer mich bitte mit einem Stack Schienen jeweils. Ja, gut, und jetzt habe ich immer noch das ganze andere Krempel drin. Ja, ist auch egal, ich habe jetzt so viel schon hier im Krempel. So, das könnt ihr auch mal wegpacken hier. Die Rohre haben jetzt eigentlich auch gerade ein bisschen viel. Können wir auch auslagern. Hier haben wir ein bisschen viel. Da haben wir ein bisschen viel. Bringt das einfach mal in den Logikspeicher rein. Oder in den Logistikspeicher. So ist richtig. Warum sage ich mal Logikspeicher? 4 Rohre, das sind auch zu viel. So. Das hier will ich nicht haben. Danke. Wie viel habe ich denn da? 300 normalerweise. Was habe ich jetzt gemacht? Warum tut er das nicht in den Abfall rein? Ja, komischerweise kann ich das jetzt nicht einfach so mit Shift und oder mit Steuerung rüber machen hier. Müssen wir jetzt manuell machen. Ja, wir brauchen gar nicht mehr so viel Bänder jetzt momentan. So. Also jetzt können wir Eisenbahn bauen. Die Sache ist halt dann wieder, wo baue ich die jetzt hin, ne? Oder was will ich fördern? Boah, schaut euch das an hier, das Nest da oben. Boah, das ist ein Riesennest. Ja, wir können zum Beispiel Kohle, aber Kohle rentiert sich nicht. Da hätten wir Kupfererz, rentiert sich alles auch nicht hier. Ja, aber das ist halt wie eine Eisenbahn. Ja, hier ist zum Beispiel jetzt Eisenerz wieder. Wird sich jetzt rentieren, wenn wir hier unten wären oder so. Ja, da haben wir auch nochmal Kupfererz. Ja, im Prinzip rentiert sich das alles gar nicht mehr. So, ich würde jetzt dann zum Beispiel hergehen. Ja, man könnte das natürlich auch wieder verbinden. Ja, dann wäre hier zum Beispiel ein Bahnhof. Ha, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das jetzt hier mit Bändern ist. Also wenn er Schienen übers Band legen muss, geht es? Nee, das geht nicht. Aber es gibt halt auch keine Tunnel-Dinger. Okay, so sieht es aus hier. Hat mal. Kurven gibt es gar nicht mehr, oder wie sehe ich das jetzt? Wir werden hier eine Weiche gebaut. Hä? Na nö. Hä? Was machst du denn der hier? Hör auf. Hä? Ich will doch gar nicht mehr hier bauen.
Wie kann ich denn hier eine Weiche bauen? Was gibt... Also, jetzt bin ich hier wirklich überfragt. So. Hä? Das Ding baut hier automatisch weiter, wenn ich da klicke hier jetzt. Da brauche ich noch nicht mehr in der Nähe sein, das baut hier einfach weiter. Aha. Ja, aber wie kann ich denn hier bitte jetzt eine Weiche bauen? Man muss doch auch eine Weiche bauen können jetzt hier. Hä? Nö, also... Das ist aber keine Weiche hier. Segment muss ich eine vordere Schiene. Ach ja, da muss ich mich mal schlau machen. Und dann zeige ich euch das. Also, wir machen eine kleine Zugstrecke und das wird dann wahrscheinlich wirklich der Abschluss sein für alles. Aber warum man hier jetzt keine Kurven mehr bauen kann, weiß ich nicht. Früher konnte man wirklich Kurven bauen. Aber die gibt es ja gar nicht mehr, die Gleise jetzt hier. Gut, da brauchen wir wahrscheinlich auch noch Signale. Zughaltestelle, ja, das brauchen wir dann auch. Güterwagen. Lokomotive. Ja, das kriegen wir alles. Gut, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ich mache mich da mal schlau mit dem Ding, wie man hier Weichen und so weiter setzen kann. Naja. Also dann. Tschüss, euer Legolas.